Deutschland steht vor einer Kältewelle. Temperaturen wie am Polarkreis sind drin. Und während die einen ihre dicken Wollpullis rauskamen, planschen andere mit Badesack. Geplanscht, als ob es ein Tag im Juli oder August wäre. Mit diesen Bildern begrüßen wir Sie zur Sendung heute. Und auch der plötzliche Tod von Ulrich Pleitgen beschäftigt uns. Freunde und Kollegen reagierten bestürzt auf diese Nachricht. Dazu gleich mehr bei uns. Ein Bild der Verwüstung bietet sich den Einsatzkräften heute in Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Denn wo Trümmer liegen, stand mal eine Doppelhaushälfte. Hier sehen wir es auch schon, doch diese ist nicht mehr erkennbar, erinnert eher an eine Ruine. Tja, was ist passiert? Anwohner hörten einen gewaltigen Knall und einige sind froh, dass sie selbst unverletzt geblieben sind. Reden wir jetzt übers Wetter, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie haben Ihren dicken Wintermantel, Mütze und Handschuhe noch nicht allzu weit weggepackt, denn es wird eisig in Deutschland. Uns stehen die kältesten Tage des Winters bevor. Ja, bereits ab dem Wochenende heißt es bibbern. Temperaturen wie am Polarkreis, dazu ein schneidender Nordostwind. Da heißt es einmummeln, sonst erstarrt nahezu alles in einem zu Eis. Tja, und wie bereiten Sie sich eigentlich auf diese eisigen Temperaturen vor, liebe Zuschauer? Haben Sie Tricks gegen die Kälte vielleicht? Dann schreiben Sie uns doch auf Facebook. Wir sind gespannt auf Ihre Posts. Und wenn Sie uns jetzt zuschauen, könnte es durchaus sein, dass das vom Bett aus geschieht. Denn die Grippewelle hat Deutschland voll im Griff. Und wie? Und falls Sie krank sind, erstmal gute Besserung an dieser Stelle. Und das Wichtigste ist überhaupt, sich erstmal gut auszukurieren. Doch warum breitet sich dieses Grippevirus eigentlich so rasant aus in diesem Jahr? Und wie schützt man sich am besten? Auch das wollten wir wissen angesichts dieser aktuellen Grippesituation in Deutschland gerade. Tatsächlich sehr, sehr wichtig in diesen Tagen. Nach Leipzig jetzt in ein Wohnviertel mit sehr schicken Mehrfamilienhäusern. Und ausgerechnet hier könnte ein Verbrechen begangen worden sein. Denn in einer Mülltonne wurde ein toter Säugling gefunden. Seit heute steht die Mutter des Kindes im Fokus der Ermittlungen. In Bayern heißt es aufatmen. Nach tagelanger Fahndung ist ein Verbrecher gefasst. Unsere Kurzmeldungen jetzt für Sie. Wenn Tom Franz durch die Straßen von Tel Aviv oder Jerusalem spaziert, dann muss er wahrscheinlich ziemlich oft anhalten. Der Grund: Selfie-Alarm. Viele wollen ein Foto mit ihm haben, denn er ist ein Topstar in Israel. Er singt nicht, er ist auch kein Schauspieler. Tom Franz ist Koch. Und er ist Deutscher. Doch Israel war schon sehr früh ein Traum. Und so wanderte er aus, konvertierte zum Judentum und sieht sich mittlerweile selbst als kulinarischen Botschafter. Eine sehr traurige Nachricht erreichte uns heute. Der beliebte Schauspieler Ulrich Pleitgen ist gestorben. Jetzt mehr für Sie in Brisant Prominent. Goldener Bär, Bambi, Grimme-Preis, Deutscher Hörbuchpreis und Goldene Schallplatte. In dem Schrank von Multitalent Ulrich Pleitgen sind fast alle wichtigen Preise vertreten. Er überzeugte auf vielen künstlerischen Ebenen Publikum und auch Kritiker. Zuletzt spielte er in Immer Ärger mit Opa Charlie einen sympathischen Öko-Fanatiker. Und von 2003 bis 2011 war er außerdem Teil des Ensembles von Familie Dr. Kleist. Heute erreichte uns die Nachricht über seinen Tod. Und zum Tod von Ulrich Pleitgen hat das Erste sein Programm umgestellt und sendete 21.45 Uhr die Komödie Immer Ärger mit Opa Charlie, einer seiner letzten Rollen. Es wird musikalisch bei uns, liebe Zuschauer. Unser Lied für Lissabon hieß es ja gestern Abend hier bei uns im Ersten. 6 Kandidaten traten beim deutschen Vorentscheid des ESC an. Und er hier, Michael Schulte, ist der Gewinner und fährt für uns nach Portugal tatsächlich und er will auch. Na, wer sagt's denn? You Let Me Walk Alone heißt seine Ballade und der Druck für ihn ist enorm. Und wie? Denn viele haben natürlich Angst, dass Deutschland erneut auf dem letzten oder vorletzten Platz landet. Aber wir denken mal positiv und drücken Michael Schulte die Daumen für starke Nerven und auch vor allem für eine gut geölte Stimme. Ja, sind wir sehr gespannt auf die Punktevergabe in Portugal dann im Mai. Nach Hamburg jetzt. Da wurde ja gestern die goldene Kamera verliehen. Ja, und dieses Jahr brachten Stars wie Ewan McGregor, Naomi Watts und Liam Neeson etwas Hollywood-Flair mit und verdienen dem Abend das gewisse Etwas. Ein Abend der Stars, aber auch der politischen Statements. Und wir wollten auch mal wissen, was ist eigentlich so Tuschelthema bei der Aftershow-Party? Hm? Und was passiert, wenn der rote Teppich nicht so mitspielt? Viele Fragen, hier die Antworten.
Jürgen Schneider, wenn man diesen Namen in Kombination mit Leipzig nennt, bekommen viele Schnappatmungen. Er kaufte alte Immobilien auf, modernisierte sie und hoffte auf deutliche Wertsteigerungen. Doch mit jedem neuen Auftrag wuchs der Schuldenberg in Milliardenhöhe. Viele Firmen wurden einfach nicht bezahlt. Jürgen Schneider flieht, in Miami wird er dann festgenommen. Peanuts, die Jürgen Schneider Story, beschäftigt sich mit genau diesem Stoff. In den Hauptrollen unter anderem Rainer Schöne zu sehen. Und wir haben bei den Dreharbeiten vorbeigeschaut. Große Freude im schwedischen Königshaus. Es gibt allen Grund zu feiern. Jetzt mehr in den Prominews für Sie. Ein eher unauffälliges Aussehen, skandalfrei, ein Mann der leisen Töne und einer der beliebtesten Schauspieler Deutschlands. Ihnen ist er garantiert als Tatortkommissar Klaus Borowski bekannt. Seit 2003 ermittelt er für den Kieler Tatort. Da ist er meist wortkarg. Bei unserem Interview kommt er aber ins Plaudern. Und es geht nicht nur um den neuen Tatort, sondern auch um die Quality Time mit seiner Frau. Was genau das ist und mehr erfahren Sie jetzt. Aber Sonntag dann, 20.15 Uhr, können Sie Axel Milberg im Tatort erleben. Und wir sagen Tschüss an dieser Stelle. Vielen Dank für die gesamte Woche. Im Namen aller von Brisant Ihnen ein ganz tolles Wochenende. Packen Sie sich ordentlich ein bei der Kälte und passen Sie gut auf sich auf. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.